Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz am 6. Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Der FV Engers unterliegt dem TSV Schotten-Mainz mit 1:3 durch zwei späte Tore. Ich begrüße zu meiner Rechten wie immer unseren Trainer Sascha Watzlawick und zu meiner Linken Gästetrainer Samuel Horowitz, dem wir natürlich das erste Wort zum Spiel geben möchten. Ja, danke schön. Ja, es war keine gute Anfangsphase, mal wieder. Von uns sind schwierig ins Spiel reingekommen. Ich fand dann so nach der 30. Minute, wo wir dann auf zwei Stürmer gegen den Ball umgestellt haben, hatten wir mehr Zugriff und Engers dann ja, weniger Spielkontrolle, wo sie einfach ja, mehr Druck einfach im Spielaufbau hatten. Haben dann in der Halbzeit noch ein bisschen das System angepasst, was das Anlaufverhalten angeht. Haben nochmal zweimal gewechselt in der Halbzeit, um einfach Frische reinzubringen nach einer englischen Woche. Hat man den Jungs das schon angemerkt und ja, dann muss ich sagen, mit Rimoldi, der dann reinkam auf der linken Seite, haben wir einfach Wucht ins Spiel reinbekommen, was uns gefehlt hat, was dann auch der Gamechanger war zum, wie ich finde, absolut verdienten Auswärtssieg und wünsche Sascha und seinem Team trotzdem alles Gute. Vielen Dank. Sascha, dein Kommentar dafür? Ja, ich sehe es ein bisschen anders, also zumindest, wie ihr schon sagt, sind wir ganz gut ins Spiel reingekommen, auch zum wiederholten Male. Ja, eigentlich, wie gesagt, haben schon ein, zwei Möglichkeiten gehabt. Ich denke an die Aktion von Vadim, wo er komplett 3 Meter vor der Kiste steht und ihn dann oben in die Wolken schießt, die Möglichkeit zu haben, in Führung zu gehen. Dann praktisch aus dem Freistoß, aus dem Halbfeld, wo wir uns eigentlich zugeordnet haben, bekommen wir dann das 1-0. Ja, und das ärgert mich dann schon, dass wir da eigentlich eine feste Zuordnung haben, liegen dann 1 und hinten, haben es aber dann sehr, sehr gut gemacht, haben dann auch wieder mit immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen mit unserem Umschaltverhalten, ne, den Gegner in gewissen Situationen, wir hatten uns so ein, zwei Situationen ausgesucht, wo wir dann pressen, wo wir den Gegner unter Druck setzen, haben dann auch gute Ballgewinne gehabt, auch kurz vor dem 1-1, wo Stiefel den Ball dann kriegt im Mittelfeld und ihn dann direkt zu Kevin durchsteckt, der das sehr, sehr gut macht, einen Elfmeter rausholt. Ich finde so, ja, bis zur 30. Minute bin ich ähnlich, dass wir dann eigentlich ganz gut im Spiel waren. Dann kam auch irgendwie bei uns dann halt auch, wir hatten zwar keine englische Woche, aber ich finde einfach auch die Temperaturen haben heute auch ihr Übriges getan. Und wir wurden irgendwie, sind wir nicht mehr so gut in die Zweikämpfe gekommen, wir wurden müder. Da kam auch, muss ich sagen, beim Gegner von der Bank auch nochmal mit Portmann etc., was dann nochmal von der Bank alles kam. Wir sind dann, haben uns dann eingeschoben, sind gut, noch ganz gut in die Halbzeit gekommen. Und in der zweiten Halbzeit hatten sie dann umgestellt, hatten sie es verändert. Haben wir aber auch allein schon von unserem körperlichen her, haben wir es nicht mehr so gut hinbekommen. Wir kamen nicht mehr so gut in die Zweikämpfe und haben dann auch nochmal gewechselt, frische Beine gebracht. Und eigentlich wäre ich absolut mit dem Punkt zufrieden. Wir hatten dann auch noch 2, 3 Möglichkeiten. Wir hatten immer wieder Nadelstiche, wo wir ganz gute Konter gesetzt haben. Haben dann wirklich in letzter Linie eigentlich alles soweit noch wegverteidigt. Ja, hätte gehofft, dass wir das über die Zeit kriegen. Und leider dann ja, passiert durch einen individuellen Fehler oder eine Fehlerkette wieder, wo wir dann zu blauäugig sind, statt da einfach safe zu machen oder einen Foul zu ziehen. Da kommen wir 3-mal zu spät, der schießt ihn dann auch gegen den Innenpfosten oben in den Giebel rein. Ja, und dann war es eigentlich, ja, das war einfach auch für uns dann von der Kraft her, dann ja, konnten wir da nichts mehr nachlegen. Auch wir hatten dann auch wieder sehr viele junge Spieler nachgelegt auch noch, und ja, das glaube ich dann für die auch einfach schwierig, dann so ein Spiel dann nochmal zu drehen. Ich sage mal, es waren dann noch 5 Minuten, dann haben wir noch alles nach vorne gesetzt, kriegen dann das dritte. Ich glaube, das war dann auch ein individueller Fehler, aber das war dann nicht mehr das Entscheidende. Ich glaube, das 2-1 hat uns dann das Genick gebrochen. Ja, alles in allem bin ich trotzdem sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Die Jungs haben ja alles rausgehauen gegen guten oder sehr guten Gegner. Das kann man einfach sagen, die individuelle Qualität auch von Schott ist einfach unbestritten, die Jungs, die da auf dem Feld sind, ja, und deswegen haben wir es trotzdem heute sehr, sehr gut gemacht und ich finde einfach hinten raus hätte meine Mannschaft aufgrund der Leistung und wie wir es gemacht haben, einen Punkt verdient gehabt, aber ja, nichtsdestotrotz, Mund abwischen, ich glaube, wir brauchen uns diese Saison nicht mit Schott Mainz zu messen, für uns ist wichtig, dass wir jetzt daraus wieder unsere Lehren ziehen und dann nächste Woche in Mechtersheim versuchen, da unsere nächsten 3 Punkte wieder einzufahren. Vielen Dank. Fragen? Ja, an den Gästetrainer zuerst mal. Wo geht es denn hin mit Schott Mainz und ihrer Mannschaft? Junger Trainer, viele junge, engagierte Spieler. Ich glaube, der Sascha hat es zu Recht gesagt. Also, da war ja spielerisch auch in der zweiten Halbzeit
Toujours immer wieder versucht und habt immer wieder gefährliche Situationen auch heraufbeschworen. Reicht das für ganz oben? Ja, wir haben ja als Ziel ausgerufen nach dem Umbruch, den wir hatten, auch jetzt 7-19 Spieler ja aus dem eigenen Nachwuchs hochbefördert in die erste Mannschaft, was seine Zeit braucht. Die Jungs brauchen ihre Zeit, kriegen aber auch schon ihre Spielzeit auf dem Platz. Von daher, ja, fehlt ihnen aktuell so die Konstanz, vor allem dann in der englischen Woche. Hatten jetzt mit Portmann, der etwas angeschlagen war, Rosenberger, der angeschlagen war, die eigentlich beide geplant waren, von Anfang an zu spielen, sodass die Jungen mit Righteous Woody und Ismail Wiegand wieder von Beginn an ran mussten. Da hat einfach Frische gefehlt, weil die beiden haben eine super Qualität. Deswegen bin ich da, muss sagen, zufrieden mit der Entwicklung. Da geht aber noch mehr, definitiv. Und als Ziel haben wir ja ausgerufen, im oberen Drittel mitzuspielen. Der Aufstieg ist kein Muss, definitiv nicht, vor allem nach so einem Umbruch nicht. Ja, wann kommen deine Rosenberger Supportmanns wieder, damit du von der Bank auch Erfahrung bringen kannst? Ich meine, die Jungen, alles gut, gute Jungs, gar keine Frage, und talentiert und auch engagiert, aber ist das, wenn man 11 im Feld hat und weiß, dass das, was die Erfahrung hergibt, dann ist die 11, die man eigentlich stellt, wenn es besondere taktischen Vorgaben gibt, wann ist da zu hoffen, dass es besser wird bei euch personell? Och, darauf zu hoffen, das ist immer so ein Ding da jetzt mit unserer verletzten Misere. Ich will da gar nicht mehr drüber sprechen, weil das ist auch, ist wie es ist. Ich muss halt so annehmen, das ist halt der Ist-Zustand. Ich kann jetzt nicht darüber reden, was wäre, wenn da ist. Ich arbeite mit den Jungs, die da sind. Und ich finde, auch meine Jungspieler, ich muss sie doch einfach mal in Schutz nehmen. Das sind Jungs, die kommen von unseren Klassen, einer ist noch ein A-Jugendspieler, ne? Und die machen es einfach gut. Ich habe das rein an der Erfahrung, der Messi, ne? Also ja, nein, dann ist alles in Ordnung. Ich sehe es ja, es ist ja schon, ne, klar, wenn du nochmal vielleicht auch ein bisschen was Erfahreneres nachlegen kannst oder kannst halt so einen Spieler auch nochmal verändern. Ja, ist halt so, aber ich habe es halt nicht. Aber trotzdem müssen die Jungs einfach für dieses jetzt einen Prozess. Ja, also ähnlich wie er auch gesagt hat, die Jungs müssen das jetzt mal spielen, sie ja, die kriegen jetzt Einsatzzeit, sie müssen sich halt entwickeln. Gerade auch hier dieses erste Halbjahr im Seniorenbereich, das ist natürlich für junge Spieler erstmal, muss man sich erstmal daran gewöhnen. Heute haben sie dann auch wieder gemerkt, hier wird jeder Fehler halt auch bestraft. Und gerade wenn du gegen so einen Gegner wie Schott Mainz spielst, da kannst du nicht erstmal reinkommen und erstmal zwei Fehlpässe spielen und dann gucken, was passiert. Ne? Also, da ist es schon passiert. Ja, da müssen wir einfach, das ist halt ein Prozess und da kann ich Jungs auch keinen Vorwurf machen. Ne? Die zerreißen sich, die hauen sich rein und deswegen, da müssen wir jetzt einfach auch Geduld haben. Man muss auch das Umfeld Geduld haben. Wir haben den Weg so gewählt. Ja? Wir haben jetzt, wie gesagt, auch die an den Spielern festgehalten, die schwer verletzt waren, dass wir gesagt haben, hier, ja, wir lassen da keinen hängen. Ja, und jetzt muss man halt auch einfach damit leben, dass wir jetzt halt im Moment auch Spieler haben, vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, aber wo sollen sie dann noch herkriegen, wenn nicht jetzt in so einem Spiel? Ich glaube, da hat jetzt der ein oder andere vielleicht auch wieder was für sich mitgenommen. Ja. Gut, dann reichen. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich. Wir wünschen natürlich unserem Gast alles Gute. Falls ihr nicht aufsteigt, freuen wir uns, euch wiederzusehen nächstes Jahr. Wir sehen uns so oder so. Wieso? Wir haben noch ein Rückspiel. Ja, aber nicht hier. Ja, das stimmt. Okay.